Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 23. Teil meines Car Trader Simulator Let's Plays. Ja, es geht gleich wieder richtig zur Sache. Und zwar jetzt. Ui, ui. Schon die erste Beschwerde, das fängt schon mal gut an. Kaum schalte ich die Kiste ein, schon kommt eine Beschwerde. Na super. Person, ja, Klammer zu, behauptet, dass Leap Camper 4 ein bescheidenes Auto ist. Naja, das hab ich gehabt. Würde ich mal sagen. So, gucken wir mal weiter. Wer will was? Diesel. Mhm. Okay, hallo. Jo, danke, läuft. Also, was willst du? Ja, nimmst du den hier, der ist gut für dich. Und auch besser für mich, weil da ist die Gewinnspanne sehr hoch. Ja, er hat Arbeitsscheinwerfer. Nee, da sticht gar nichts ins Auge. Kannst du ruhig nehmen. Ja, jetzt spiele ich doch eine ganze Zeit lang schon dieses Spiel und ich muss zugeben, irgendwie die Sucht reißt einfach nicht ab. Das ist der Wahnsinn. Ich, ja, spiele das Spiel unheimlich gerne. Na, was sagst du denn dazu? Nimm mal das, ne? Was? Ja, hängst du? Nächster. Du veräppelst mich, ich veräppel dich, Freundchen. So, dann gehst du mal bitte hier wieder auf Start. Hallo? Auf Startposition. So. Nee, das reicht noch immer nicht. Das ist ja nichts, was du mir anbietest. Genau. Lassen wir es lieber. So, Tussi, will Aschgrau. Schön. Genau, jetzt bist du hier auf Startposition. Gestellt habe ich nichts. Nimm den Kim Ultima, der ist gut für dich. So, dann gucke ich gleich mal, dass die Fahrzeuge auch fertig gemacht werden. Joshua macht das. Schön, jetzt wird er repariert. Und hier der Artischocke Public. So, nimmst du den? Ja, hat Arbeitsscheinwerfer. Alles gut hier. Wie schaut's da aus? Ui, da ist ja nichts mehr auf Lager. Mhm. Der ist, glaube ich, durch. Ja. Ja, Motor läuft super. Der ist auch durch, ne? Ja. Den könnte ich ja eigentlich so ein bisschen umlackieren. Lackier rot, ja. Sieht doch viel schöner jetzt aus. Okay. Nö, passt alles super. Hm? Also ich finde, sieht er viel freundlicher aus. Der Bill Copy. Na, was sagst du? 18.000 Gewinn wäre doch super. Ja, was kostet... Ah, na toll. Pass auf. Will ich ja als Kundin behalten. Na also, geht doch. Schön, so mag ich das. So, Wagen. Ich muss erstmal abchecken, was ich überhaupt noch an Autos da habe. Da habe ich gar nichts. Okay, da habe ich... Okay, den habe ich inseriert. Ja, Gustav. Ah, genau, nimmst du den. Der ist gut für dich. So, ja klar. Sieht super aus. Unheimlich gut für dich. Komm, nimm. Alles klar. So. Jo, ich hätte vorgeschlagen, 37.000 Profit möchte ich gerne haben. Was sagst du? Hm? Ist doch, glaube ich, in Ordnung. Ach komm. Mädele. Machen wir sowas, ha? Schau her, mit 26.000 Gewinn könnte ich auch leben. Ah ja, jetzt kommst du mir ziemlich gut entgegen. Aber, was hältst du denn davon? Hm? Nee, ist gut. Also gut, komm, nimm mit. Schön. Sehr schön. So mag ich das. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie meine Lager jetzt immer leerer werden schon wieder. Ich schaffe die irgendwie gar nicht aufzufüllen, weil zum Glück kundentechnisch immer wieder was los ist. Upala, Entschuldigung, Schluck auf. Hab gerade eben gegessen. Oh, lecker. Es gab Currywurst mit Pommes und Jalapeno.
So Rösti-Taschen. Oh, war so lecker. Mm. Ich liebe Essen. Ja gut, das sieht man auch an mir. Ja, Leichtgewichtler bin ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das interessiert wirklich niemanden. Ja, machen wir weiter. Okay, so, was willst du? Ah ja, was sagst du dazu, wenn ich dir... Ja super, 8700 Gewinn. War jetzt ja nicht so übertrieben, würde ich mal sagen. Mhm. Und gut für mich. So, da habe ich noch ein bisschen was. Okay. Ein Suff? Ja, habe ich da. Pass auf. Ich möchte jetzt irgendwas unterschieben. Ja, was sagst du dazu? Der ist doch schön. Ja, schön, super. Ja, er hat Arbeitsscheinwerfer. Was auch immer das bedeuten mag. Nö, keine Schäden. Alles gut. Ah. Ein bisschen Werbung. So, jetzt. Hallo, das ist keine Schrottkarre. Ja, genau. Du hast Vorstellungen, Junge. Da musst du noch ein paar Tausender drauflegen. Nee, komm. Mach mal so. Hopp. Das ist besser für mich, ja? Ah. Na gut, komm. Weil ich ein großes Herz habe. Okay, der, die das nächste, bitte. Mhm. Oh, den möchte ich haben, den Will Riverside KL. Der könnte gut Geld bringen. Natürlich, jede Menge. Was willst du denn für einen? Moment. Ja, genau, der wäre schön für dich, ja? Ah, dann nicht, komm. Mhm. Ja, für dich hätte ich vielleicht einen Suff, ne? Was? Oh, jetzt habe ich ihn verpasst. Schade, macht nichts, kommt bestimmt irgendwann mal wieder. Na? Schön. Ja, er hat Arbeitsscheinwerfer. Was auch immer das bedeuten mag. Ja, wie soll ich denn den Airbag probieren? Soll ich damit gegen die Wand fahren? Ja, der Preis ist super. Warum darf ich jetzt nur so wenig verlangen? Das verstehe ich nicht. Kannst du vergessen, Junge. Na also. So, jetzt. Aber immerhin ein Wagen weniger. Mhm. Ja, der ist auf Startposition. 10 von 16. 10 von 16. Was ist mit dem da? Komm, nimmst du den, der ist gut. Ach. Was mache ich mit dem? Willst du auch nicht? Dann nimm dann den hier. Ah, bist du eine Nervensäge? Dann hau ab, Mensch. Mhm. So. Kriege ich ihn? Ja, ich kriege ihn sogar. Super, den Leap Travel. Und der wird doch hin und wieder mal nachgefragt. So, jetzt pass auf. Nimmst du den hier, den J. Taro? Hm, was sagst du? So. Ja, ausschließlich Qualitätsteile. Chung Sang Blay. Schön. Den möchte ich auch haben. Gucken wir mal. Vielleicht klappt das, ja? Nein, keine Schäden. Alles cool. Ja, würde ich auch sagen, ne? Warum darf ich nur so wenig verlangen? Ist der echt so wenig wert oder was? Komisch. Hm. Nö. Zu vergessen. Du willst echt nicht mehr zahlen oder was? Hallo. Jetzt kommen wir ein bisschen entgegen. Also, Mensch. So ein hartnäckiger Kobold.
Ah, jemand schätzt schließlich deine Bemühungen und die Qualität deiner Dienstleistung. Du führst dein Geschäft ziemlich sauber und die Öffentlichkeit schätzt es wirklich, ja. Du bist für die Auszeichnung Wahl des Verbrauchers nominiert. Super! Schön. Oh. Schön. Ja, komm. Der könnte vielleicht auch interessant werden, der Artischokai Public. Ja. Fährt sogar sehr super. Okay, die sind alle durch. Oh, nee, doch nicht. Den muss ich noch richten. Schön. Der ist durch. Okay. Was mit dem? Der ist auch durch. Schau her, ich will nur 16.000 gewinnen, ja? Komm. Den könnte ich eigentlich inserieren, ne? Den pinke ich jetzt mal schön ein hier. Genau, machen wir ein schönes, großes Inserat. Yeah! Yeah, yeah. So. Jawohl, schön. Nein, falsche Taste. Oh Mann, 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 ich wollte eigentlich verhandeln. Jetzt habe ich den hergeschenkt, den Wagen. Naja, freu dich. Oh Mann, Mann. Das ist jetzt echt sehr ärgerlich. Den habe ich hier gar nicht eingepinkt. Aber jetzt, ey. Na? Ja, ja, jetzt ist er schön pink. Gut. Der nächste an Deutschwogen magst. Schauen wir mal. So, gleich geht der Chung Song Blair und der Karl los. Ne? Und noch ein Will Riverside. Und ein Henry, der ist interessant. Super. Das Wort, das sieht ein tolles Auto. Das glaube ich dir, ich habe auch nicht viel verlangt. Bitte erinnere mich bloß nicht daran. Ja, alles cool. Was wartet auf die Karte? Achso, Moment. Ja, jetzt muss ich so ein bisschen meine Arbeitnehmer befördern. Niveau. Steig auf. Schön. Gut. Ja, passt. So. Schau ja. Na, ist gut, der Preis. Doch. Doch kein Blech. Wenn nicht, dann kriegst du nicht. So, der nächste bitte. So stur bin ich auf jeden Fall, dass ich sage, entweder der Preis passt oder wenn mir die Leute gestohlen bleiben. So, auch schön einpinken. Große Anzeige, Schuss. Yeah, yeah. So, dann nimmst du den hier. Schön. Gustav. Gustav. Was ist mit der schönen ja, Vehikele. So. Wir nehmen auch schön ein. Ja. Der hier. Ja, ist nicht schlecht. Ja, 20.000 verdient. Schön. So mag ich das. Aber jetzt muss ich mich da so ein bisschen konzentrieren, Leute. Ich brauche jetzt noch Autos. Mir geht die Ware aus wieder. Und den Chung Song Blay, den möchte ich unbedingt haben. Moin, moin. Was los hier? Du suchst billig Hatchback. Hatchback hab ich. So, hier hast du Hatchback. 40.000, okay. Nein, das Auto schwimmt ausschließlich auf dem Rücken. Und auf der Brust. Nein. Ich habe den Airbag ausprobiert, er ist nicht aufgegangen, keine Angst. Was für eine doofe Frage, echt. So, noch was das. Schön, oder? Warum ich nicht mehr verlangen durfte, weiß ich nicht. Aber 5.000 haben oder nicht haben. Oh, Tussi möchte was haben. Schön. Hallo Tussi, was kann ich für dich tun? Und, uiui. Ich habe wunderschönen Suff. Nimmst du den Yataro? Local? Wow, der steigt und steigt, ne? Ja,
Aber der Chung-Song-Blair, der steigt und steigt, das gibt's doch nicht. Sieht gut aus. Oh, was ist denn da los hier? Leute, hört doch auf, mal da mitzubieten. Oh, Mädele, du machst mich ja hier mürbe. Komm. Na, wie, vergiss es. Oh. Oh Mann, 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 Mann. Und hab's. Haha. Oh. Aber jetzt komm. Also gut. Soll's denn haben. Komm. Freu dich. Ich hab fast 20.000 verdient. Das passt. So. Das gibt's ja nicht. Wann hört denn das jetzt endlich auf? Echt? Das gibt's doch nicht. Mhm. Mhm. Das gibt's doch nicht. Hey, was habt ihr denn, Leute? Na, endlich kriege ich ihn. Ich hätte gedacht, das klappt halt gar nicht mehr, echt. So, nächstes Automobile. Ja, hinter das Licht sieht perfekt aus. Kannst du dich drin spiegeln? Super, ne? Ja, ein bisschen was. Nein, der reicht nicht aus. Hm. Nein, komm. Na, also geht doch. Meine Jutta, der tut da rumdruckseln. Mhm. Na, Wahnsinn. Ja, läuft. Komm, erzähl, was willst du? Nimmst du den hier? Den Henry Feast. Ja, alles gut. Totalschaden wurde wieder in Stand gesetzt. Ja. So. Sieht gut aus. Und ich kriege ihn, oder? Yeah, super. So, the next, bitte. Gut, dann holst jetzt den erstmal. Ja, alles arbeitet korrekt. Oh Mann, Leute, ich sag's euch. Was? Henry Fies, ein tolles Auto. Schön, freut mich. Ihr habt doch nur tolle Autos, Mensch. Der Henry Run, den brauche ich auch unbedingt. Ach komm. So, Abrechnung. Weißt du was? Machen wir so, komm. Also, siehst du, unzufrieden bist du und ich auch. So, dann hat der die nächste. Mhm. Mhm. Nimmst du den noch mit? Oha. So, nimmst du den? Oder den? Hm, ja, nimm mal. Geld. Ja, super, hat geklappt. Jetzt kommt der dran, der Henry. Ach man. Mhm. Immer diese zickigen Leute. Furchtbar. So. Nimmst du den? Mhm. Oder? Nee, dann habe ich nichts für dich. Der nächste. Mhm. Den noch bitte. Ja, Leute, mein Bestand geht echt zur Neige jetzt. Aha. Hallo. Nimmst du den? Ja.
Der ist aber auch gut für dich. Dann tut's mir leid. Mhm. Dann kann ich dir nicht helfen. Mhm. Nö. Ja, habe ich bestimmt was da. Nimmst du den? Ja, jetzt wird's was. Endlich. Na also, wo steht der? Der steht da. Dann kannst du gleich den holen, bitte. Danke. Ach, Mann. Dann nicht. Mhm. Sedan Simsima. Ich glaube, Simsima habe ich nicht einmal. Oder? Also, ich meine nicht. Ja, schau mal, was ich für dich habe. Na, was sagst du? Dann tut's mir leid. Mhm. Mhm. Ah, der liebt Dispatcher. Cool. Nimmst du den, ha? Schön. Aha. Ja. Läuft. Läuft und säuft. Okay. Ja, gucken wir mal, was das wird. Sakichi. Henry Venus. Ja, gibt schon ein paar Autos, die interessant werden könnten. So, fallen. Gehst du bitte wieder hier auf Stellung? Danke. Mann. Was? Ja, dann tut's mir leid. Hau ab. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Wertverlustgeschichte. Passt mir gar nicht. Aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Ja, komm. Hab da bestimmt was Gutes für dich. Nimmst du den hier, ha? Der ist noch defekt, glaube ich, ne? Der Deutsche weinte, als er ihn verkaufte. Der ist defekt, ne? Hm, nicht gut. So, den kannst du gleich mal reparieren, bitte. Das ist so cool, wenn die darauf einsteigen würde. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Aber was sagst du? Ach komm. Moment. Also, 32.000 verdient für nix und wieder nix. So, der nächste bitte. Wer will sich von mir ausschmieren lassen? Schön. So, fallen. Du gehst bitte hier auf Startposition. Ja, geben wir ihm eine Chance. Das ist eine gute Einstellung. Joshua macht das. So, Daniela Calope. Ach, den kann ich ja jetzt nicht reparieren, weil er noch in der Verhandlung steht. Okay. Der ist, glaube ich, durch, ne? Ja, der ist schön. Der ist schick, der ist auch durch, ja. Na, was sagst du? Hallo? Nein! Komm. Ja, okay. Ich habe ja keine Arbeit gehabt damit, der ist ja eh defekt. Glaube ich, ne? Boah, die Wegen gehen jetzt so schnell raus, das ist ja der Wahnsinn, echt. So, der ist jetzt durch, ne? Ja. So, den pinken wir auch schon ein. Ja, hier. So, den pinken wir auch gleich ein. Den brauchen wir nicht einpinken, weil dann ist der ist nicht so viel wert. Okay. Oh nee. Sieht top aus. Komm. Okay.
Okay, ich glaube, das sollte so passen jetzt eigentlich, ne? Gut. Ja, sieht perfekt aus. Komm, wirkt wie ein Traum. Ja, viel wie immer, Leute. Ich will Haufen. Oh. Nee, da werde ich jetzt bestimmt nicht handeln. Nee, tut mir leid. Nö, werde ich nicht. Was? Hä? Ja, cool. Okay. Super. Mhm. So. Paula Boucher, was kann ich für dich tun? Moin. Du willst einen Gustav? Schön. Schau mal, was ich da habe. Der ist doch genau das Richtige für dich, ne? Nimmst du den hier? Ist der nicht kaputt? Ich glaube, der ist echt kaputt, ne? Der Billy Comfort Car. Den kriege ich jetzt zum Schnäppchenpreis. Super! Schön! Haha! Das freut mich. Top-Zustand. Oh, wie süß. Ja, ja. Ich war schon eine Turbo süß. Was sagst du? Ja, klar. Da tue ich nicht lang rum. Super. Viel Spaß mit dem Kübel. Übel, Kübel, ja. Ui, ich habe hier auch nichts. Heieiei. Gut, Leute, dann räumen wir nochmal Lager. Jetzt klatschen wir alles raus, was ich habe. Und dann. Was? Tolles Auto. Schön, freut mich. Freut mich doch riesig, Mensch. Du suchst Wagon. Schauen wir mal, was ich da habe für dich. Nimmst einen Billy Copy. Oh. Dann nicht. Komm, der nächste. Jetzt machen wir noch schnell Lagerräumung hier. Moin. Ich hab so viel, ja. Glaube ich. Ja. Ach. Dann nicht. Okay. Hat er geladen? Ja, der hat doch einen, ne? Gut. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir den auch weiterbringen, ne? Chung Samble, ha? Dann nicht. Okay. Etwas Pinkes willst du haben? Gut. Hab ich sogar da. So, jetzt zack, zack. Gut, fallen, zack. Bitte wieder zurück auf Startposition. So, nimmst du den, ha? Schön. Und ich suche Leute, die genug Geld haben, um meine überteuerten Preise zu bezahlen. Ja, so bin ich. Gut, ne? Natürlich, das Auto fährt super. Der Deutsche weinte, als er ihn verkaufte. Merkt ihr das? Achso. Der Zustand ist top. So, schau mal hier. Oh, Geizhals. So. Keiner will meine überteuerten Preise zahlen. Das ist furchtbar. Furchtbar, echt. Die Leute sollten sich schämen, dass sie nicht so viel zahlen möchten. So. Nimmst du den hier? Ja, so. Dann nimmst du den hier. Komm, Alfonso. Ja, der fährt super. Der würde dir sogar passen. Du hast eine schöne pinke Jacke an, Alfonso. Das wird was, glaub mir. Ihr beide werdet ein Traumteam. Pinky und Pinky. Wäre super. Na, ein bisschen was. Hey, cool. Du kommst mir preislich gut entgegen. Ach, dann nicht. Hallo. Was ist los? Der ist auch noch da. Nimm zudem bitte. Ah, da ist auch noch einer. Ein Lead Traveler.
Wenn das nichts bringt, dann fahre ich hin zur Auktion und gut ist, ne? Dann ist es alles geräumt hier. Komm. Boah, 70.000 für einen Henry Run. Schon teuer. Ne? So, jetzt habe ich aber genug eingekauft. Ja, möglichst viel, wie immer. Ihr kennt mich doch, Leute. Na, komm jetzt. Red doch kein Blech. Aha. Ja, was kannst du denn leisten? Nee. Nee, muss ich ablehnen. Tut mir leid. Ich hätte schon mehr bekommen, aber... Ich habe nicht zugesagt und jetzt willst du mir weniger anbieten. Das ist natürlich Trash. Das ist gar nichts. Nimmst du den hier? Ja. Sieht auch alles gut aus. Alles gut. Der ist gut. Nela macht das. Okay. Was? Na. Dann hau ab. Na komm. So, dann möchte ich auch einpinken und dann verkaufen, ne? Sobald er fertig ist. Ja, ist super. Batterie ist top. Komm. Ich weiß. Nö, hab ich nicht. Ich mach höchstens Familienaufschlag, ne? Na, was sagst du? Warum unmöglich? Schön einpinken. Schön. Und Inserat. Was? Na. Dann geh doch. Ah, oh, Mann. Mhm. Jetzt ein Simsima. Schauen wir mal. So. Okay, hab da nichts mehr. Nimmst du den hier, der ist gut. Oder den, der ist besser. Oh Mann. Dann nicht. Aha, den Will in Pink und Diesel, schön. Den willst du haben, den kriegst du auch von mir, Mensch. Genau, ein Auto für einen echten Kerl. Absolut, sehr maskuline Farbe. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, möglichst viel Geld. Na, was sagst du? Ist doch super. Was viel mehr als bei Gumtree. Ah, du kommst mir schon ziemlich entgegen, Freundchen. Pass auf. Ja, endlich ein vernünftiger Interessent. So, Mogi Dad. So, jetzt hoffentlich ist der nächste auch vernünftig. Dass er ein bisschen mehr in der Birne hat. Ach, der ist durch. Okay, dann pinken wir den auch schön ein. Und machen eine große Reklame. So, nehmen den Chung Song Bleng. Bleh, komm. Das machst du. Komm, komm. Na, was ist jetzt? Ja, der Motor ist top. Der ist sehr schön. Glaubst du gar nicht, wie toll der ist. So.
Witze. Ah, was ist los? Also, okay. Ja, da sind wir. Da sind wir. Warum geht jetzt die Maus nicht auf meinem Laptop? Verstehe ich nicht. Naja, gut. Soll nicht sein. Was? Ja, schau her. Ich hätte halt gesagt, so gute 30.000 Gewinn hätte ich. Ja, seit du bei mir Kunde bist, steigen die Preise. Na, was sagst du? Ja, was soll ich nachlassen? Ah, nö, komm. Bisschen was kann ich machen, aber jetzt nicht mehr. Hopp. Oh, Mann, 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 Mann. Dann würde ich sagen, hau ab. Ne? Mhm. So. Irgendeiner wird sich schon finden, der mir da zahlt, was ich möchte. Da ungefähr. Ne? Nimmst du den hier, der ist gut. Dann nimm den hier. Was ist eigentlich mit dem? Da. Der ist durch, oder? Was hängt denn hier? Was ist denn das? Ach, das ist eine Holzlatte. Jetzt habe ich verstanden. Gut ist. Was ist jetzt los? Hallo? Okay, schön. Ja, läuft, ne? So, machen wir mal so 9.300 Gewinn. Hey, super. Schön, dass du darauf eingestiegen bist, ne, siehst du. Endlich mal ein vernünftiges Kerlchen. Mhm. Ja, weg mit ihm. Der ist jetzt raus. Damit wo war jetzt der? Da war der, okay. Nimmst du den hier? Der ist gut für dich. Ja, der hat Arbeitsscheinwerfer. Die arbeiten super sogar. Ne? Sieht super aus. Komm. Ja, das ist super, ich weiß. Nein, keine Schäden. Komm, nimm jetzt. Nimm's und gut ist. Komm. Der sieht top aus, komm. Der ist wirklich top. Hopp. Top, top, hopp, 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 hopp. Was? 46.000 Gewinn, das wäre toll. Wenn der drauf einsteigt, das wäre Wahnsinn. Ja, ein bisschen was. Witzbold. Pass auf, ich bin ja nicht so. Ja. Was sagst du? Was? Ah, jetzt kommen wir schon langsam der Geschichte näher. Guck mal. Ja, also geht doch. 21.000 Gewinn. Schön. Man muss hartnäckig sein. Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus. Oder meistens zumindest. Was ist mit dem Billy Kampfer? Na? Ah. Gut, der nächste bitte. Mhm. Habe ich noch den Chungsang-Bleng? Glaube ich nicht, oder? Habe ich den noch? Hab doch vorhin den Henry verkauft, oder nicht? Ja, super, den hätte ich sogar noch da. Das ist schön. Wow, ne? Klar, ausschließlich. Keiner wollte einen guten Preis zahlen. Deswegen hast du jetzt die ultimative Chance, den zu bekommen. Na, was sagst du? Komm. Ja. Ach, komm. Du willst mich jetzt doch hier lackmeiern, oder? Ist dein letztes Wort? Dann werde ich ablehnen. Dankeschön. Ah, Paula Boucher. Madame, was kann ich für dich tun, Paula Boucher? Du suchst Sedan? Ich habe Sedan. Schau mal, da ist er, der Billy Comfort Car. Ich weiß,
dass du nach dem suchst. Du suchst, ich habe. Haha. Ja, sieht genauso aus wie den Hündchen, die Fronthaube. Ja, möglichst viel hätte ich gesagt. Mensch, 17.000, was sagst du? Gewinn. Was? Warum? Komm, da tun wir nicht lang rum. Happy Birthday und tschüss. Ich weiß. Du aber auch, Paula Boucher. Ja. So, was? Jetzt kommt als The Next. The Next, komm. Den kann ich nicht verkaufen. Da. Den will irgendwie keiner. Nimmst du den? Sedan? Bill? Gut. Und tschüss. Was weiß? Warum? Jotaro? Jotaro. Habe ich den? Den habe ich ja gar nicht mehr, den Jotaro. Den Jotaro. Den Jotaro. Habe ich gar nicht. Ja, tschüssi. Nächster bitte. Oder die das nächsten. Servus. Hallo. So, genau, nimmst den Chungsang Blade, der ist super für dich. Lauter. Naja. Interessante Leute. Ja, sicher. Ah ja. Werbung läuft, ne? Okay, dann nicht. Passt. Dann eben nicht. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir doch einen kleinen Cut, oder? Soll ich einfach alles rausschmeißen? Könnte ich eigentlich auch machen, ne? Oh, da ruft schon jemand an. Für einen Deutschwogen habe ich nicht. Ja, wie könnte ich dich vergessen? Wagonen? Warte mal. Na endlich, ein vernünftiger Kerl. Super. Der Louis Easterwood. Yo. Ja, alles top. Alles Suppe. Alles schicki, ne? Komm. Alles super. Nimm einfach und sei zufrieden, Mensch. Ja, gut. Alles schicki und alles fein. Genau, warum sollte ich lügen? Ich habe ja keinen Grund. Ich bin ein ehrlicher Betrüger. So. Was? Ach komm. So, jetzt hast du die Chance, einen Chung zu bekommen. Jetzt wollte ich eigentlich einen Cut machen, aber irgendwie wird es nichts draus, weil wieder zum Glück sich einige Kunden melden. Nimmst du den hier? Schön. Ja. Ich weiß. Das ist alles tipptopp, Junge. Genau. Machen wir. Jo. Nö, der Preis ist ideal für mich. Mann. Ja, dann geh doch zu Gumtree. Komm, bevor ich da ewig lang rumtue, nimm mit. Anscheinend habe ich mich da so ein bisschen verzettelt. Naja, noch 4 Autos habe ich. Hier habe ich keinen. 5 Autos. Ja, noch 5 Autos hätte ich. So, wenn jetzt da nichts wird, dann schleudere ich die raus, Jungs. Nee. Okay. Hoffentlich der nächste Kluge.
Ja, super. Schauen wir mal. Ja, alles top. Gut so, ich weiß. Alles top. Sieht perfekt aus. Komm. Da brauchst du dich wirklich nicht drum zu kümmern. Da ist alles frisch. Super. Ja, schauen wir mal. Boah, was soll ich? Ich soll 24.000 verlieren. Warum denn? Nö. Sehe ich doch gar nicht ein. Warum denn? Ah ja, klar. So, wer ist jetzt dran? Mhm. Oho. So, jetzt fahre ich in die Halle, sammle gleich alles ein und dann ist gut, echt, weil ich habe keinen Bock mehr. Alles klar. Die nächste Flachpfeife. Mhm. Dann ist es mir Wurst. Verschleudere ich jetzt alles. So, nimmst du den hier. Oder den hier. Oder gar nichts. Genau, super. Jetzt hast du. Mhm. Jetzt komm, auf geht's. Sag was. Uah, 23.000. Versuchen wir es, ja. Ach, ich habe keinen Bock. Die nerven mich. So, jetzt zack, 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 zack. Moment, fallen. So, jetzt gehst du mal. Moment. Ja, da ist auch noch einer. Zack. Mhm. Oho. Jetzt hast du noch die Chance, einen könntest kaufen, bevor alle unterm Hammer kommen, weil dann habe ich meine Hallen geräumt. Verstehst du? Hier. Okay. Jetzt stell dich nur nicht doof an. Okay. Mach jetzt nur kein Schwackes. Ja. So, jetzt sagen wir, endlich reden wir über das Geld. Okay. Was? Warum? Nein. Also, geht doch. Super, hast du Pech, Glück gehabt, meine ich, ne, fallen. So, und jetzt gehe ich hier ins Auktionshaus. Danke. Und dann haue ich jetzt einfach alles raus, echt. Ich einfach keinen Bock mehr habe, dann setze ich den ganzen Bestand jetzt schick auf null. Mhm. Was willst du? Macho Kai, interessiert mich nicht, komm. Was willst du? Ha, kannst mich gerne haben. So. Jetzt könnt ihr das Zeug ersteigern. Ausstellung. Ausstellung. Oh, ha, ha, ha. Ausstellung. Fallen. Moment, dann bleib du mal hier auf Startposition. Fallen. Genau, und auch auf Startposition. So, und jetzt lassen wir den Rest einfach machen. Ja, der Rest geschieht jetzt automatisch. Jetzt muss ich nichts mehr machen. Das ist halt der große Vorteil. Keine nervigen Verhandlungen führen. Die Dinger kommen gleich unterm Hammer. Allerdings der Nachteil ist, ich kann auch mächtig Minus machen. Und das sehen wir jetzt dann gleich. Was gleich passieren wird. So, Hochzeit. Was ist das? In der Stadt findet eine große Hochzeit statt und die meisten Gäste kamen mit ihren eigenen Autos. Sie bleiben im Hotel und werden die ganze Nacht trinken. Ist das nicht der perfekte Zeitpunkt, um eines der Autos zu stehlen? Sollen die einen Spaß haben? Klar, hallo. Ich bin ein ehrlicher Betrüger geworden. Was soll das? Ja, was ist jetzt hier los? Hier sollte jetzt eigentlich sich
Endlich. Naja, da habe ich fast nichts verdient, aber einer ist schon mal weg. Seht ihr, das habe ich gemeint. Jetzt geht alles raus. Also egal, was man weiterbringt und was nicht, alles geht raus hier und gut ist, ne? Das ist das Gute. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Gucken wir jetzt, warten wir noch ein bisschen, hätte ich gesagt, und dann sind wir auf Null. Oh ja. Na gut, ich könnte in der Zeit eigentlich eine Bestellung aufgeben, ne? Indem ich hergehe und sage, hier drei Autos und da nehme ich auch mal 1 bis 3 Autos, je nachdem. Was ist jetzt los hier? 3 Stück hätte ich noch. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schneller geht. So. Die nervigen Leute können mich gern haben. Die mich ständig hier unten rechts belästigen. Nö. Jetzt momentan habe ich ja nichts auf Lager. Aber ich fange wieder. Na also. 28.000 Verlust. Okay, dann hätte ich ihn doch den anderen Hoshi herschenken können. Naja, egal. Boah, aber warum habe ich da so einen fetten Verlust eingefahren? Ich weiß es nicht, Leute. Ja gut, ich darf mich nicht beschweren. Von der Knete her geht's ja. Läuft ja irgendwie so ein bisschen. So. Irgendwie tut sie jetzt nichts. Ja, die beiden haben wir noch hier. Sonst gucke ich mal meine Arbeitnehmer an. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein paar Diebe engagiere. Ach, einen Dieb könnte ich ja nicht schon mal kurz einstellen, ne? Ja, ich glaube schon. Niveau 1. Ach, dann nehme ich doch Natalie Molden. Jo. So, jetzt habe ich eine Diebin, die ist hier, die kriegt von mir Walkie-Talkie und Laptop. Moment. Ah ne, geht ja gar nicht, oder? So, Walkie-Talkie, was ist denn das? Laptop. Geht das? Ne, geht ja gar nicht. Okay. Jo, also, jetzt hätte ich noch einen verkauft, schön. Dann gucken wir mal, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Okay. Dann gehst du mal auf Ausspähungstour. Mhm. Oho. Ich weiß nicht, oder soll ich sie wieder feuern? Soll ich absolut ehrlich gehen oder doch ein paar so krumme Dinger ziehen? Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich habe eh nichts mehr. Moment. Ich habe jetzt nur noch ein einziges Auto. So, den kann ich ja nicht verkaufen. Der ist ja nach wie vor noch gesperrt. So, okay, Leute, wunderbar. Ich habe jetzt meinen Bestand revidiert. Null niente nada. Ich habe nichts mehr. Nix. Nix. So, Trailer leer. Trailer leer. Den kann ich nicht verkaufen. Da ist auch nichts mehr. Gut, Leute, super. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Wir sind am Ende der heutigen Episode. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Ja, wie auch immer. Und ja, von diesem Video gibt es natürlich eine Fortsetzung, logischerweise, weil das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen. Da müssen wir gucken, dass es weitergeht natürlich. Da muss ich was rühren. Jetzt im nächsten Video wieder ein mega Einkaufs-Special. Ich muss dann wieder einkaufen, 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 wie bekloppt. Und dann im übernächsten Video, würde ich sagen, wieder ordentlich was abverkaufen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen, denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch am Start habe. Ja, wie gesagt, von dem Video gibt es eine Fortsetzung. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr wieder mit einschaltet. Also dann, ich hoffe, bis bald. Bis denne. Ciao, ciao.